Wer meine Videos schon ein bisschen länger verfolgt, der weiß, dass ich es liebe, mich immer wieder neuen Herausforderungen zu stellen. Egal ob in den Bergen von Slowenien oder Italien, ob in Österreich völlig zerfetzt oder aber komplett am Ende in der Schweiz, ob bei drückender Hitze in Hongkong völlig fertig ausgenommen, ich liebe es einfach. Da ich momentan mehr Zeit auf dem Bock verbracht habe, dachte ich, es wird mal wieder Zeit für eine Laufherausforderung. Da ich David Goggins schon länger verfolge, bin ich auf seine Challenge gestoßen, 4x4x48. Über David Goggins braucht man, glaube ich, nicht viele Worte verlieren. Falls ihr ihn noch nicht kennt, schaut euch einfach seine Geschichte an. Und ich musste ehrlicherweise nicht mal 5 Sekunden drüber nachdenken, ob ich mich dieser Challenge stellen soll oder nicht. 4x4x48. Das bedeutet, alle 4 Stunden 4 Meilen zu laufen und das für 48 Stunden. Was braucht man dafür? Naja, vielleicht eine Laufhose wäre nicht schlecht und ansonsten einfach nur Schuhe und dann heißt es Abfahrt. Und jetzt viel Spaß beim Video. Ja Mann, 5.46 Uhr. Um 6 Uhr beginnt mein erster Lauf. Freitagmorgen. Ja Mann, anziehen und dann geht's los. Ja, Mann, ab geht's, Alter. Ey, das ist so nice, ich war so lange morgens nicht mehr unterwegs. Ja, und dann ging's frisch motiviert an das erste Mal laufen durch den Hafen, noch im Stockdunklen. Aber so langsam kam dann die Dämmerung raus. Und dann wusste ich, heute wird ein verdammt langer Tag. Hätte ich die Challenge mal lieber um 7 Uhr gestartet, dann hätte ich noch einen Sonnenaufgang mitbekommen. Gleich das erste Leck schon vorbei, knappe halbe Stunde, super entspannt. Noch geht's mir richtig gut, wäre auch schlimm, wenn nicht. 10 Uhr bin ich das nächste Mal dran. Ja, meinen ersten Lauf geschafft, jetzt 6.37 Uhr. Das heißt, ich habe jetzt gute 3 Stunden und ein bisschen und dann geht's auch schon wieder los. Ich bin sehr gespannt, wie sich die gesamte Challenge noch entwickelt. Ja, und ich habe mir vorgenommen, bei dieser Challenge wirklich nur zu schlafen, wenn ich wirklich müde bin. Also habe ich die Zeit erstmal genutzt, alles gemacht, was ich sonst immer so vor mir her schiebe. Kurzer 8, schnell mein Fahrrad auspacken. Das habe ich heute die ganze Zeit vor mir hergeschoben. Ja, und ich war wirklich erstaunt, wie viel man effektiv schafft, wenn man weiß, okay, um 10 muss ich wieder ran und wieder laufen. Der Hubel hängt wieder an der Wand. Kurz Frühstück essen. Mann, jetzt gibt es erstmal ein schönes Müsli. Viele Zutaten von Koro dabei. Unterstützt wird dieses Video auch wieder von Koro. Ja, man checkt es einfach aus mit dem Code JAMAN5. 5% auf das komplette Sortiment von Koro. Und ich habe jetzt noch genau eine Stunde und dann muss ich schon wieder meine Laufschuhe anziehen. 9.50 Uhr, habe schon Laufklamotten an. Ich fühle mich gut und ich habe das Gefühl, ich habe die letzten 3 Stunden so sinnvoll wie noch nie verbracht und habe richtig viel geschafft irgendwie. 10 Uhr. Mein zweiter Lauf beginnt in einer Alster. Ich darf leider nicht einmal rumlaufen, weil das wären mehr als 6,4 Kilometer. Und ich will mich da genau dran halten. Ja, schade, Alter. Genau das schöne Wetter verpasst. Aber so ist es ja meistens. Ja, Freunde. Und dann ging schon wieder die nächste Runde joggen. Schön an der Alster entlang. Richtig stürmisch. Ich habe echt gehofft, dass die Sonne schön rauskommt. Aber naja. Ja, jetzt fängt es wieder an zu regnen. Das Schöne ist ja tatsächlich, dass ich jetzt komplett verschiedene Routen die ganze Zeit laufen kann. Ja, Mann. Zweiter Lauf. Ja, in der Zwischenzeit nochmal komplett durchgesaugt, alles aufgeräumt. Haare geschnitten. Es ist 13.55 Uhr. Und ja, Mann, es geht wieder los. Ja, Freunde, es sieht so aus, als wenn gleich die Sonne rauskommt. Ja, jetzt das dritte Mal draußen. Ja, und dann hatte der Junge auf einmal ein Lächeln im Gesicht, weil die Sonne tatsächlich rauskam, ey. Wie schön. Ich bin jetzt schon sehr gespannt auf diese Nacht und vor allen Dingen auf die nächste, Alter. Das wird noch hart, ey. Ja, die ersten Male haben sich wirklich noch super entspannt angefühlt und es hat sich so ein bisschen wie so ein Spiel angefühlt. Hier und da noch ein paar Treppen mitgenommen und ich dachte mir, ah, egal, weißt du, läuft doch. Ja Leute, Nummer 3 ist im Kasten. Langsam fängt es an Bock zu machen, muss ich sagen. Das heißt, jetzt noch 9 Mal muss ich mich hochschrauben. Alter, ey. Ja, also ich bin noch eine Weile unterwegs. Wir haben es jetzt Freitag 14.35 Uhr. Um 18 Uhr geht es das nächste Mal raus. Jetzt erstmal
schön eine Portion Nudeln essen. Also ich muss schon sagen, die Zeit dazwischen ist echt knapp bemessen. Man muss sich genau überlegen. Aber gerade das ist, finde ich, was diese Challenge so spannend macht, irgendwie zu gucken, okay, ich habe jetzt 3 Stunden Zeit. Entweder ich lümmel einfach 3 Stunden auf der Couch rum oder aber ich nutze die Zeit irgendwie effektiv und sinnvoll. Ja, Mann, ey, ich habe heute schon ganz schön viel erledigt, weil ich, glaube ich, sonst ewig vor mich hingeschoben hätte. Gleich werden wir auf jeden Fall noch zu einem schwedischen Möbelhaus fahren und werden dann noch ein neues Regal hier fürs Büro besorgen. So, Leute, ich muss mich beeilen, ey. Regal 17-fach 14, hier. Da sind die guten Stücke. Sehr gut. 17.50 Uhr, ich habe gerade nochmal mich 10 Minuten hingelegt, bin gerade richtig müde. Jetzt gerade muss ich sagen, könnte ich auch schön noch entspannt auf der Couch liegen. Ja, aber es hilft nichts, Alter. Draußen geht gerade die Sonne unter. Boah, die Nacht wird hart, ey. Oh, Digga. Ja, Mann. Wieder in der Alster unterwegs. Das Einzige, was ich mir, glaube ich, angewöhnen muss, ist, dass ich nicht zu schnell loslaufe. Eigentlich würde ich ganz gerne so 5er-Pace laufen. Vorhin war 4.30, 4.40. Ja, man kann man sich schon fragen, warum man sich das hier gibt. So oft am Tag sein Schweinehund zu überwinden, ist auch eine Art von Herausforderung. Jedes Mal, wenn man sitzen bleibt, will ich sagen, ach komm, Digga, komm, Alter, die paar Minuten da, reiß dich zusammen, oder was? Wisst ihr, was das Schöne ist? In 4 Stunden ist ja alles wieder leer. Und dann haben wir auch das 4. Ding geschafft. Und dann heißt es erstmal, Abendbrot essen, auf der Couch chillen. Und dann muss ich um 22 Uhr nochmal hochschalten. Ey. Und um 2 Uhr und um 6 Uhr. Und dann der ganze nächste Tag auch noch. Ah, geil, ey. Also langsam bin ich im Rhythmus. Oh, Leute. Ja, die letzten Stunden auf der Couch haben mir echt gut getan. Es ist jetzt 21.51 Uhr. Das heißt, ich gehe heute das 5. Mal raus. So langsam, ich muss sagen, Alter, ich bin ja im gesamten Jahr, das kann man an der Hand abzählen, wie oft ich laufen war bisher. Und jetzt gerade sind meine Beine doch sehr, sehr schwer. Ja, nichtsdestotrotz wird jetzt wieder hochgeschaltet. Diesmal werde ich andere Laufschuhe nehmen. Ja, will ich hoffentlich so viertel vor 11 zurück und dann kann ich zumindest bis kurz vor 2 schlafen. Und dann geht's wieder weiter. Jetzt neue Schuhe am Start. Leider, Alter. Junge, ich muss mich jetzt erstmal wieder warm laufen. Meine Beine fühlen sich an wie Zement, Alter. Ich merke, dass ich echt lange nicht mehr laufen war. Ja, und jetzt realisiere ich das erst so richtig. Digga, das nächste Mal um 2 Uhr, Alter. Aber weißt du, ich denke mir die ganze Zeit, ganz ehrlich, Brandenburg hat mich hart gemacht, Alter. Und ich ziehe durch. Das ist genau das, worauf ich mich jetzt hier freue. Ich sag euch, die Nacht und der Morgen sind auf jeden Fall magisch zum Laufen, Alter. So durchgezogen. Ja, und gerade in diesen einsamen, dunklen Stunden, wenn niemand guckt, ja, dann wird man eben abgesteppt und dann geht's weiter. Ja, Mann. Digga, jetzt fängt's langsam an, Spaß zu machen, weil es langsam anfängt, verrückt zu werden. Und genau deswegen sind wir doch hier, Alter. Ja, Mann, wenn's easy wäre, würde es jeder machen. Also einfach machen. Digga, gerade haut die Laune aber rein, ey. Jetzt könnte ich die ganze Nacht durchlaufen, wenn ich ehrlich bin. Ey, geil, Mann, wo kommt denn jetzt auf einmal die gute Laune her, Alter? Junge, Junge, Junge. Nochmal dabei sein, nochmal frei sein. Hälfte habe ich schon wieder im Kasten, Alter. Gleich durch, Alter. Und dann wird hoffentlich erstmal ein bisschen gepennt, Mann. Ich könnte echt ein bisschen Schlaf gebrauchen. Ja, und so liegen manchmal völlige Euphorie und danach wieder komplette 1.08 Uhr. Zerstörung sehr nah beieinander. Das fühlt sich gerade auf so vielen Ebenen einfach nur verrückt an, Mann. Oh, lass mich bitte nach der halben Stunde wieder weiter schlafen, genauso wie jetzt. Ich könnte sofort im Stehen einschlafen, Alter. Jetzt gerade an Landungsbrücken, Alter. Also viel ist hier nicht mehr los irgendwie. Hälfte habe ich schon wieder. Ich bin immer noch halb in Trance, aber ich denke mir so, Digga, es ist nur eine halbe Stunde. Oder diesmal ein bisschen mehr, weil ich ein bisschen langsamer laufe. Oh, also ja, Schlafentzug, Alter, das ist das Hauptthema, glaube ich. Ich schaffe kaum den Arm hochzuhalten, um zu filmen. Ha. 2.38 Uhr, bin fertig, Alter. Jetzt wird weiter gepennt, ey. 5.56 Uhr. Ich habe tatsächlich die letzten 2,5 Stunden richtig tief und fest geschlafen, hab aber übelst wirres Zeug geträumt, bis eben gerade. Es war einfach nur schrecklich. Ja, ich habe gehört, ein kleiner Lauf soll helfen. Ihr merkt, Alter, Energie ist ein bisschen wieder da. Aber meine Beine, Alter, lost in translation. Geil, wisst ihr, was mich gerade schon wieder beruhigt? Hier sind gefühlt 100 Wanderer, die sich gerade alle treffen.
Ich glaube, die zusammen den grünen Ring machen. Ja, Mann, mega nett. Ich habe gerade mal einfach Wanderer angesprochen und gefragt, was sie vorhaben. Und die machen den Mammutmarsch, 60 Kilometer. Und das Geile ist, mir kamen gerade so viele entgegen, dass ich jetzt richtig hyped und motiviert bin wieder. Und mir denke, ja, Mann, wir leiden heute auch. Ich leide auch. Und ja, moin, viel Erfolg euch. Jetzt dämmert das hinten so schön. Mann, wir sind auf dem Weg nach Rostock. Bin gerade dabei, hier meine Frikadelle zu essen. Wartet da das nächste Leck auf mich. Mega schön, die Sonne geht gerade herrlich auf. Wir fahren jetzt noch ungefähr so anderthalb Stunden. Werde jetzt nochmal gleich versuchen, die Augen zuzumachen. Bisschen zu schlafen. Außen ist richtig schön, die Sonne am Start. Ja, Mann, und ich freue mich darauf, gleich an der Ostsee eine Runde joggen zu gehen. Du bist manchmal bockig wie ein kleines Kind. Du bist so herrlich dagegen. Das ist Samstag. Haben Baby. Haben Dame. Nummer 8, Alter. Ja, wir kommen langsam dem Ganzen näher. Es ist jetzt gleich 10 Uhr. Genieß jetzt die Steilküste. Ja, und irgendwie hat es Energie gegeben. Man ist so langsam wieder losgetrottet, aber man wusste auch, ey, die erste Nacht ist vorüber, ist geschafft. Und die Sonne hat einfach unfassbar Kraft gegeben. Und dann bei diesem schönen Wetter wieder draußen unterwegs sein zu dürfen, direkt am Meer, herrlich. Digga, das ist einfach so die schönste Laufstrecke hier, Mann. Ja, ich bin schon jenseits von Gut und Böse, aber es ist so schön. Guckt euch das an. Ja, Mann, es läuft, Alter. Nummer 8 ist jetzt auch im Kasten, Alter. Mittlerweile macht mir der Schlafentzug echt gut zu schaffen. Und gleich gibt es ja erstmal ein Frischbrötchen da rein. Ja, und nach dem 10 Uhr Lauf, muss ich sagen, war ich schon gut im Arsch. Bin so vor mich hingetrottet und dachte mir, naja, eine kleine Runde spazieren, hier und da ein bisschen Eis essen. Aber dann, Leute. Oh Gott. Alter. Ja, Mann, da hat es mich einfach komplett niedergestreckt und ich habe mich einfach an den Strand zum Pennen gelegt. Digga, das 9. Mal jetzt, Alter. Ja, das 9. Mal und die Beine wurden immer schwerer. Ich war wirklich nur noch wie in Trance. Hab meine Musik gehört, war komplett in meiner Welt. Und ey, das war schon nicht ohne. Ja, nach dem 9. Lauf einfach nur happy, schnell wieder umgezogen, wieder an den Strand, um noch den Sonnenuntergang mitzubekommen. Und dann hieß es auch schon wieder. Das ist eigentlich das Schlimmste, Mann. Man ist eh schon so ausgekühlt. Max ist so schlau und hat seine lange Hose zu Hause vergessen. Ich freue mich, gleich geht's ja wieder nach Hamburg nach dem Lauf. Und dann kann ich nachher wieder mit langer Hose laufen. Genauso wie beim Fahrradfahren, Alter, wenn man irgendwo, kaum macht man eine Pause, fängt man sofort an auszukühlen. Hey Junge, ey, probiert die Scheiße zu Hause aus. Das ist heavy. Junge, ey, irgendwann wird man echt verrückt im Kopf. Alle 4 Stunden, ne? Alter, der Sonnenuntergang ist gerade anders heftig. Ich höre das. Um ehrlich zu sein, fühlen sich meine Beine gerade richtig gut an. So haben sie sich den ganzen Tag nicht angefühlt. Ich bin zuversichtlich, die 2 Mal gleich in Hamburg kriege ich auch noch hin. Ich war richtig schnell. Jetzt zu umziehen. Schnell ins Auto und dann geht's nach Hamburg und dann kommen die letzten 2 Mal, Alter. Ja, Freunde, es ist 21.51 Uhr. Ich habe die letzten 20 Minuten mit mir richtig viel Drum and Bass geballert und bin jetzt richtig hyped, hab Bock und ich hoffe, die Energie hält an. Digga, jetzt machen wir Nummer 11 und dann kommt nachher um 2 Uhr Nummer 12, Alter. Ich freue mich so. Probiert den Kram zu Hause aus, Mann. Schaltet euch selber frei, Alter. 21.56 Uhr. Ich geh nach unten, wir schalten hoch, Alter. Ja, Digga, es ist kalt geworden, Alter, hier in Hamburg.
Aber wir bringen das Ding jetzt zu Ende, ey. Ja, Digga, Drum and Bass holt auf jeden Fall gerade nochmal die letzten Energiereserven raus. Ja, ich habe einfach das Gefühl, gleich zurückzukommen und um 2 Uhr nur noch einmal los zu müssen. Das schiebt gerade so anders, Alter. 1.55 Uhr. Ich gehe ein letztes Mal raus. Ja, und da hat dann wirklich gar nichts mehr geschoben. Ich weiß nicht, was mit dem Max vor 4 Stunden los war, aber der war jetzt im Arsch. Es geht das allerletzte Mal nach draußen. Ich kann es gerade selber nicht glauben. Absolute Tortur, mir tut alles weh. Hab natürlich gerade nochmal geschlafen und eingepennt. Aber jetzt machen wir es voll. Alter, ey, ich kann selber nicht glauben, dass das jetzt gerade das letzte Mal ist. Da muss ich mich gerade echt zusammenreißen. Alter, von den Beinen her läuft hier gar nichts mehr rund, aber wie ihr seht, laufe ich noch. Ja, Freunde, aber ich wollte es unbedingt schaffen und so habe ich mich dann in der Nacht halb schlafend irgendwie fortbewegt, aber mit dem Ziel, das zu packen. Die letzten 5 fucking Kilometer, Alter. Letzten ja, gut 20 Minuten bin hier gerade irgendwo im Großmarkt. Alter. Junge, komplett fertig. Aber bald haben wir es geschafft, ey. Was war das für eine Reise, ey? Jetzt nur noch irgendwie versuchen rund zu bleiben, Alter. Aber mit jedem Schritt, den ich jetzt mache, komme ich meinem Ziel näher. Das Einzige ist, nicht stehen bleiben, Alter. Never. Das heißt noch genau 1 Kilometer. Ich bin gerade noch mal im Kopf durchgegangen, wie oft ich mich hochgeschält habe, wo ich überall gelaufen bin. Ja, super dankbar für diese Erfahrung. Das kann ich wirklich jedem nur empfehlen. Und ich bin einfach nur stolz gerade, dass ich jeden fucking Meter wirklich gelaufen bin. Nicht zwischendurch gegangen bin oder irgendwas. Ja, Leute. 6,45 Kilometer. Freunde, das war's. Das war das allerletzte Mal. Alter. Oh. Ey, um ehrlich zu sein, ich bin gerade so fertig. Ich habe nicht mal mehr irgendwelche Worte. Aber es war einfach nur eine wunderbare Erfahrung. Oh, und ich bin froh, dass ich gepackt habe, Alter. Jetzt hau ich mich erstmal gepflegt aufs Ohr, Alter. Und weiß nicht, wann ich wieder aufwache, Alter. Selbst die GoPro war komplett fertig. Ey, was war das für ein Ritt, Mann? Leute, Alter. Glaubt an euch selbst, hört nicht auf und danke.